Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Im letzten Part haben wir Mulzima auf unsere Seite gezogen. Und heute werden wir zum Wind gehen. Den Tyrannen des Windes. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ach, ist das nicht wahr? Ist das nicht Euphus? Ich glaube, es ist, glaube ich, wirklich Euphus. Gegen Euphus dürfen wir mal gegen Euphus kämpfen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gehen auf jeden Fall mal gucken. Ach, guck mal, der Baum steht hier. Ist ja leicht. Du bist dran, Moritz. Na warte, du kleine Göre. Wusste ich es so, dass du etwas Gnade verschwenden würdest. Du hättest wirklich im Gefängnis bleiben sollen. Ich dachte gerade, Amelie ist da. Du kannst sie nicht für eine Sekunde benehmen, oder? Oh, aber ich weiß warum. Ich weiß um dein kleines Geheimnis, Moritz. Kurzzeitig dachte ich wirklich, die Drachen wurden verrückt. Ich dachte, Amelie hätte Monster erschaffen. Aber 2, 3, 4 Mal? Nur du wurdest bisher so oft gejagt. Immer und immer und immer wieder. Du bist ein getarnter Tyrann. Du hast die Gilde infiltriert, um Varus zu sabotieren. Die einzige Hoffnung der Menschheit. Aber es werde ich nicht zulassen. Hier endet deine Reise, du kleines Monster. Kämpfe gegen mich, du rückgratloser Tyrann. Oh Gott. Oh Gott. Gegen den Typen hier. Alter, das ist ja schon wieder unfair, was du hier wieder für nächste Monster hast, oder? Natürlich Wasser als erstes. Natürlich Wasser. Ja, geil. Dankeschön. Dankeschön. Natürlich darfst du auch sofort wechseln, weißt du? Verfehlt. Hahaha. Ich hoffe, ich friere dich ein. Ich hoffe es. Für mich hoffe ich es. So, du Boylock, ey. Ah, sieht tatsächlich ganz gut aus. Wenn er die ganze Zeit verfehlt. Oh, Immortus. Oh, du siehst cool aus. Das ist echt cool aus. Du darfst mich gerne besiegen. Aber ich lasse es natürlich nicht zu, dass du mich besiegst. Ah ja, ich weiß, Blitz war auch nicht so effektiv. Ich kann jetzt gerade nichts machen, deswegen. Ah doch, Zwillingstornado kann ich noch machen. Darine, komm. Er wechselt auch. Machen wir hier. Oh, er dürfte als erstes angreifen, das finde ich nicht so nett. Aber wir haben kritischen Schaden gemacht. Sehr gut. Immortus ist auch fast weg. Ist auch schon wieder abgehauen. 52 ist ganz gut. 75 ist aber noch besser. Alter Schwede, machst du ein Damage. Aber er verschwindet auch direkt wieder. 32, okay. Noch sieht es in Ordnung aus. Arkane Magie, bitte. 61, nice. Ist der jetzt weg? Sehr gut. Alter, wieso darfst du als erstes angreifen? Das ist so unfair. Wieso macht das so wenig Schaden? Oh Gott. Items. Ich wollte jetzt jemanden zurückholen, aber Kaninu ist ja noch gar nicht gestorben. Holen wir dich erstmal wieder. Was ist das denn jetzt? Egal, ich sterbe jetzt wegen Feuer. Okay, Kaninui, du bist dran. Du machst das doch, oder? Sieht nämlich ganz danach aus, tatsächlich. Dass du wieder hier unser Star bist. Ah, verfehlt, sehr gut. Oh Gott, Steinding. Steinding, das können wir auch noch schaffen. Oh Gott, ist nicht sehr effektiv. Dann mache ich mal eben wieder Herstellung. 15, nice. Inception, ich will mal Inception hier ausprobieren. Was war das denn? Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das gerade war.
Aber er ist wieder hier. Und der macht uns jetzt, glaube ich, tot. 45? Nee, macht er nicht. Sehr gut. Aber wir machen ihn weg. Nice. Sehr, sehr gut. 63, Alter. Du machst auch allen Schaden, ja? Das ist echt... nicht zu glauben. Wirklich nicht zu glauben. So, ruh dich mal eben aus. Kleines, ja? Du warst super. Du warst der Burner. So, Siegler. Kannst du ihn jetzt besiegen? Arcana Fluch. Okay, das wird wahrscheinlich knapp. Oh Gott, er ist krank. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Superschlag. Er war schneller. Arcana Fluch, komm. Super, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Arcana Fluch. Oh Gott. Okay, ich brauche mein Kalinui gleich. Items. Hier. Mach mal 80. Oh Gott, Ausdauer braucht es ja auch noch. Hier. So. So. Sag, Kaninui. Schaffst du das? Ich denke schon, oder? 64 gegen 61. Oh, das wird doch noch knapp. Darf ich? Ja, ich darf. 84, nice, Kaninui. Du bist so cool, ganz ehrlich. Du bist wirklich ein cooles Nexomon. Glaubst du wirklich, das war alles? Was, wer denkst du, dass ich bin, Neuling? Wenn du überleben willst, nutze deine wahre Form oder zeig mir dein monströses Abdings. Das kann kein Mensch sein. Oh ja, ich erinnere mich daran, wie er einem Drachen eine Backpfeife gegeben hat. Niemand wird sich der Gilde in den Weg stellen. Die Zukunft der Welt hängt von mir ab. Stirb! Aua. Oh oh. Du denkst, ich habe Angst vor dir? Du musst wissen, dass ich unverzichtbar für dieses Franchise bin. Ich bin praktisch unantastbar. Okay. Ey, warte, du willst doch nicht wegen Tiermissbrauch angezeigt werden, oder? Brei kann keine Anklage ergeben. Ja. Okay, das wird zu viel. Lass uns sachlich bleiben. Du stehst immer noch. Oh Gott. Das soll Eis sein? Pff. Du kamst mir nie wie ein Wassertyrann vor. Aber wie auch im. Donner? Du kannst zwei Elemente kontrollieren? Uff. Unmöglich. Wie kannst du so viele Elemente kontrollieren? Trotzdem bist du schwach. Was? Das war nicht du, oder? Was ist das? Wer? Nein, was bist du? Verneig dich, Sterblicher. Du stehst vor Moritz, dem einzig wahren Erben von Omnicrons Thron und Macht. Du sollst dich vor ihm verneigen. Was für einen Unsinn redest du da? Moritz ist nichts als ein... Ack, wie kannst du es wagen? Lass mich los, Weib! Lass mich los! Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, Sterblicher. Hat sie ihn gerade von der Klippe geworfen? Das war der allerletzte Rest meiner Kraft, Moritz. Ich bin zu schwach, mehr kann ich dir nicht helfen. Puh. Kann Moritz sich nicht mit seinen Kräften wiederbeleben? Wir können auf diese Weise nicht mehr zurückgebracht werden. Für mich und meine Geschwister ist es zu spät. Aber die Seelen der Tyranten sind noch lebendig. Sie können zurückgebracht werden, Moritz. Ich hatte gehofft, dich mit meinen eigenen Augen zum neuen König der Monster werden zu sehen. Aber du musst es alleine zu Ende bringen, Moritz. Du musst Omnicrons Vermächtnis fortführen. Oh, Atlas, du brauchst dich nicht zu verstecken. Ich verspüre keinen Hass mehr gegen dich. Komm zu mir. Ah, das war gelogen.
Das war der letzte Rest meiner Kraft, du Kleines. Keiner von Omnicorns Kindern kann dich so richtig leiden, oder? Wie auch immer, lass uns Eurus wiederbeleben, Moritz. Ja, aber erst heile ich mich lieber. Erst muss sie mich heilen. Sonst... Und wenn da jetzt gleich noch irgendwie ein harter Kampf kommt, dann habe ich aber ein ganz großes Problem. Ganz großes Problem. Ja, danke schön. Ich weiß, passt gerade gar nicht zur Hintergrundmusik. Oh gut. Ich kann noch speichern. Speichern. Boah, Leute, wir haben schon über 25 Stunden in diesem Spiel. So, dann gib mal her hier. Wie viel habe ich bezahlt für das Spiel? 20? Ja, ich glaube schon. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin trotzdem wieder. Hallo Euphos. Moritz, schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, war mir klar, du bist etwas Besonderes. Die Kraft, Leben zu kontrollieren. Ja, ich habe keine Zweifel. Du bist der Sohn von Nara und damit unser künftiger König. Nun, aus welchem Grund holst du mich zurück in diese Welt? Verstehe. Es ist Naras Wille, dass du Varus zerstörst und du brauchst meine Unterstützung? Nun, ich bin nicht auf Rache aus, aber ich habe keine Lust, ein zweites Mal von Varus in die Luft gejagt zu werden. Allerdings unterschätzt du seine Kraft. Du und ich haben ihm nichts entgegen, wie auch immer. Ich werde euch helfen, wenn ihr alle anderen Tyrannen auf eurer Seite habt. Aber bis dahin werde ich warten. Naja, wir haben jetzt alle. Das ist gut, Eurus wird uns bestimmt helfen. Hey, wir haben es geschafft, Moritz. Wir haben sie alle wiederbelebt. Jeder einzelne Tyrant ist wegen uns zurück. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Lass uns zurück zu Tikala gehen, um ihnen die Neuigkeiten zu unterbringen. Oh, das ist nicht gut. Was los war das? Mehrere Tyranten, ich kann sie spüren, relativ plötzlich. Was meinst du? Tauchen noch mehr Tyranten auf? Nein, ich glaube, die gefallenen Tyranten kommen zurück. Einer nach dem anderen, sie werden wiederbelebt. Sie kommen zurück? Das ist doch einfach unmöglich. Kannst du sie angreifen? Kannst du sie erneut besiegen? Ihr genauer Aufenthaltsort scheint verborgen. Wirklich? Alle sind verborgen gleichzeitig? Da steckt doch offensichtlich jemand dahinter. Die Tyranten arbeiten zusammen, das ist unvorstellbar. War das? Wenn die Tyranten die Stadt gemeinsam belagern, kannst du sie dann alle besiegen? Ja, das könnte ich ohne Probleme. Ich würde das mit Link schaffen, aber ein solches Unterfangen würde höchstwahrscheinlich die Stadt zerstören. Eine solche Zerstörung würde ich gerne vermeiden. Es könnte sein, dass wir keine Wahl haben, Valos. Ich werde unser besten Tamer zusammenrufen. Wir werden Parum verbarrikadieren und es um jeden Preis beschützen. Parum soll bestehen, egal was passiert. Okay. Okay, okay, Leute. Da wir jetzt 13 Minuten haben, werden wir auf jeden Fall noch weiter spielen, weiter in der Story vorangehen. Nächste Mal sind geheilt, dann gehen wir mal zu Tikala. Mal gucken, was er zu sagen hat. Oh Moritz, was ihr geschafft habt, 6 Tyranten, die hinter euch stehen. Wenn du Varus besiegst, kann dir keine Kreatur der Welt die Herrschaft absprechen. Werde der wahre König der Monster und rette unseren sterbenden Planeten. Müssen wir Varus wirklich besiegen? Ich meine, wenn wir ihm die Sache erklären. Auf gar keinen Fall. Varus ist kein Tyrant. Varus ist noch nicht mal ein richtiges Nexomon. Da kommt er. Ah, ja, hier. Unser Diener, würde ich sagen. Moritz, mein König. Varus ist die Verkörperung von Amelies Arroganz. Eine Waffe, die Tyranten verfolgt, bis zum Ende der Zeit, ohne Pause und ohne Rücksicht. Mein König, du selbst bist ein Tyrant. Und deshalb wirst du auch niemals sicher sein, bis Varus zerstört ist. Ich werde nicht zulassen, dass eine solche Abnormalität an die Hand anlegt. Was machst du hier? Oh, großer Moritz, ich habe geschworen, dich in jeder Situation mit allen Mitteln zu unterstützen. Seht her, ich habe die Welt durchkämmt und ein paar Verbündete gerufen. Oh nein,
Da kommt gleich die Minenfrau, oder? Nein? Oha, ich dachte, die Minenfrau kommt dazu. Was ist ein König ohne Vasallen? Du hast die Tyranten versammelt und ich habe die Abtrünnigen gerufen, die einst von der Gilde verstoßen wurden, werden nun auf deiner Seite kämpfen. Zusammen werden wir Valos besiegen, zusammen werden wir Amelie besiegen. Wir werden diese Welt von Amelies absurden Kreation befreien. Okay. Ich dachte, da kommen andere. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum hast du diese Psychopathen hergebracht? Wir haben bereits die Tyranten. Wir brauchen diese Viados nicht. Moritz, mein König. Genau wie du, war der allmächtige Omnikron kurz davor, diese Welt zu erobern. Aber er hat verloren. Er wurde von einer kleinen Gruppe Menschen aufgehalten, verstehst du? Omnikrons größter Fehler war es, die Menschheit zu unterschätzen. Du wirst nicht wie er sein, du wirst mehr sein. Und um den unbesiegbaren Valos zu zerstören, müssen Menschen und Nexomon zusammenarbeiten. Und du, Moritz, führst uns alle zum Sieg. Okay. Tue ich das? Mann, ich dachte, die Frau Mina Dingsbums kommt. Hört gut zu, Kameraden von Moritz. Die dunkle Anomalie Valos lebt im Herzen von Parum, der unbezwingbaren Stadt. Hunderte, nein, tausende von Tälmern wohnen innerhalb ihrer Mauern. Deshalb müssen wir Valos herauslocken. Wir müssen ihn weit weg locken. Nur dann können unsere Tyranten ihn vernichten. Hat jemand einen Vorschlag? Oh, oh, ich habe die hervorragendste Idee. Wir zünden einfach die Stadt an. Die Hitze wird Valos herausscheuchen. Wer hat den eingeladen? Jin, du Idiot. Wenn wir die Stadt niederbrennen, bleibt uns nichts mehr zum Plündern übrig. Das ist nicht das Problem. Ein Luftschiff. Wir müssen an ein Luftschiff kommen. Oh, und was machen wir dann mit einem gestohlenen Luftschiff? Nun, wir lassen es abstürzen. Denk mal drüber nach. Valos fliegt doch ständig über die Stadt, oder nicht? Er hält immer Ausschau nach Tyranten. Mit einem Luftschiff können wir ihn weit weg von Parum bringen. Und lass ihn sehr weit weg abstürzen, wo alle unsere Tyranten ihn für immer erledigen können, zusammen. Dieses Spiel ist echt komisch manchmal. Ja, Mann, die kann sehr wohl funktionieren. Dann sollte unser nächster Schritt sein, ein Luftschiff zu übernehmen. Der einfachste Weg, an ein Luftschiff zu kommen, ist ein Großmeister Gilde zu werden. Diese Leute haben die verrücktesten Rechte um ein eigenes Luftschiff. Wenn Moro zum Großmeister befördert würde, könnten wir sein Luftschiff nutzen, um Valos zu entführen? Moro, du bist ein Goldhelmer, ja? Dann kannst du da eine Beförderung beantragen. Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, um Großmeister zu werden, aber nichts, was der König der Monster nicht schaffen kann. Wir werden geduldig warten, bis du ein Großmeister bist. Du musst ein Luftschiff bekommen, damit wir Valos besiegen können. Wo trage ich das an? Oh mein Gott. Gehe zum Gildenturm in der Hauptstadt und bewirb dich für eine Beförderung. Oh, okay, mache ich. Dann gehen wir jetzt in das Übel rein, Leute. Ich bin echt gespannt, was die dazu sagen, wenn ich da auftauche. Alle sind geheilt. Ey, wir speichern uns sicherheitshalber nochmal. Nicht, dass ich gleich besiegt werde. Sehr gut. Und hier im Turm hat's angefangen und hier wird's wahrscheinlich nicht enden. Hallo. Oh, hallo Moritz, wie kann ich dir heute helfen? Oh, du bist dir sicher bei der Sache, oder? Es gibt drei grundsätzliche Voraussetzungen, um Großmeister zu werden. Du musst ein Goldhelmer sein, du brauchst mindestens einen Ruf von 600 und du musst Kampfherausforderungen bestehen. Du bist bereits ein Goldhelmer, das ist gut. Du hast einen Ruf von 600, das passt also. Daher ist das Einzige, was noch zu tun ist, die Kampfherausforderung. Aus offensichtlichen Gründen müssen sich Großmeister im Kampf beweisen und du wirst das mit einem speziellen Kampf zeigen müssen. Du wirst eine Reihe starker Thelmer besiegen müssen. Willst du die Herausforderung annehmen? Ja. Nun dann, Moritz, mal sehen, aus welchen Holz du geschnitzt bist. Folgt mir für die Herausforderung nach draußen. Nach draußen oder nach drin? Ich weiß es halt nicht. Ah, doch, nach draußen. Meine Damen und Herren, der Goldhelmer Moritz hat eine Beförderung zum Großmeister gefordert. Ich kann die Entschlossenheit in seinen Augen sehen, aber hat er auch die Stärke im Herzen? Wir werden es jeden Moment herausfinden.
Lasset den ersten Kampf beginnen. Goldhelmer Wasserspezialist Nolan. Nun, so sieht man sich wieder, Moritz. Ich konnte mich bereits von deiner Stärke überzeugen, als wir zusammen in der eisigen Tundra gekämpft haben. Erinnerst du dich? Nö. Ich stelle deine Kraft nicht in Frage, aber wir müssen dem Protokoll folgen, ne? Auf geht's, Kind. Oh Gott, wie stark sind die denn? 57? Och nee, muss ich wieder trainieren gehen oder was? Das ist ja ein Witz wieder. Ist einfach ein Witz. Aber er schläft. Schlafen ist gut. Können wir ganz guten Schaden machen. Feldschutz macht das mehr? Ich bin mir nicht sicher. 30. Nee, macht nicht mehr. Zumindest singen wir ihn so. Ach, er hat auch nur 4. Das ist gut. Sehr gut sogar. Sehr gut. Er schläft immer noch. Ach so, weil die Attacke mehrmals das auswirken kann. Ah, ich verstehe. Verstehe. So, schlaf mal ein, Kleines, ne? Schade. Schläfst du jetzt ein? Schade, Schoko. Schläfst du jetzt ein? Hä? Nein, schade. Alter, du hast echt viel Schaden gemacht. Wirklich. Ich bin impressed. Ich bin echt beeindruckt. So, komm, gefrier sie. Nein, willst du sie nicht gefrieren? Und ein Vogel, ultra selten. So, du machst auch für diese Windattacken. Ist natürlich belastend. Aber ich bin auf jeden Fall stärker, habe ich das Gefühl. Von 22 Schaden, das macht mir gar nichts aus. Aber 53 schon. So, dann Kaninui. Ich möchte, dass du die Erfahrungspunkte bekommst, weil du einfach cool bist. Psi-Geysir. Verfehlt, nice. Mach nochmal Psi-Geysir. Sehr gut. So, das Ding ist jetzt auch weg. Und sein letztes ist ein Skylar, okay. So, dir donnern wir jetzt noch ordentlich Schaden rein. Ah ne, der hat auch noch das da. Stimmt, das habe ich schon wieder übersehen. Jetzt aber nicht mehr. 24 ist nicht so viel. 52 schon. Sind wir schneller? Ne, sind wir nicht. Dann bekommen die Erfahrungspunkte Titan. Der Titan. Der die wenigste. Das geringste Level up hat. Sehr schön. Nice Titan. Das freut mich für dich. Klasse gemacht. Hier steht Großes bevor. Da bin ich mir sicher. Nur dann wurde ein Kampf besiegt. Lass den zweiten Kampf beginnen. Oh nein. Goldhelmer Feuerspezialist Finn. Nun, ich schulde dir was, Moritz. Wir haben damals zusammen Mulzimmer bekämpft. Aber sei nicht zu selbstsicher. Ich bin seitdem deutlich stärker geworden. Zeig mir, wie stark du geworden bist. Oh Gott. Mein nächstes Mal sind nicht gedingst, nicht geheilt worden. 63 ist natürlich schon sehr, sehr hart. 62, wir müssen wahrscheinlich nur einen Angriff überleben. Ja, tun wir. Nutzen wir jetzt nämlich ein Item. So, Kaninui haben wir schon mal wieder. Werden wir das auch direkt benutzen. So, Psi-Geysir. 62, nice. Verbrannt, aua. Verbrannt ist nicht gut. Oh Gott, es lebt sogar noch. Psycho-Bombe. Nice, ich war schneller. Gut. Sehr gut. Alter, Junge. Das wird hier echt hart. Das wird wirklich hart. Wir beleben mal dich wieder. Oh Gott, verfehlt auch noch. Ich fass es nicht. Egal. So, dich holen wir mal eben. Einen Angriff kannst du machen. Nee, kannst du nicht. Oh mein Gott. What? Alter, die Katze ist aber stark. Die Katze ist echt stark. So, 55 ist nicht so viel. Arcana Fluch bitte. 33 ist ja noch weniger. Super Schlag bitte. 100. Achso, das war sowas wie Explosion. Okay. Okay, ich muss ganz schnell
wiederbeleben. Und danach muss er gleich einen Trank drauf. Oh Gott, Leute, das ist aber hier harter Kampf. Wirklich ein harter Kampf. Items. Ausdauer, ne? Ne, wir brauchen da hier sowas hier. Das haben wir ja. Ich verstehe, machst du mir 58, okay. Arkane Magie bitte. 41. 42. Ich versuche hier noch alles auszuholen, was geht. Aber ich würde ganz gerne, dass ich den hier auch noch behalte. Das wäre eigentlich ganz gut. 43, okay, okay. Arkane Magie bitte. Ich bin gefesselt. Was heißt das denn jetzt hier? 16 Schaden. Oh Gott, 16 Schaden. Ich muss nochmal Trank nehmen. Hier, so. Oh, er wechselt. Okay. Hier. Arkane Magie. 88? Oh mein Gott. Junge, dein Ernst? 88 ist echt viel. Warte, nochmal. Explosion, aua. Oha, du bist ja gemein. Du bist echt gemein, weißt du das eigentlich? Müssen wir jetzt auf jeden Fall hier nochmal einen kleinen Trank nehmen. So, Ziegler. 87, aua, das tut echt weh. Das tat wirklich weh. So, Psygeisier. Als ob ich nicht als erstes angreifen darf. Halte ich aber für eine Lüge. Eine ganz, ganz dreiste Lüge. So, vor dir habe ich tatsächlich Angst wegen deinem, ne? Wegen deinem Explosion-Dingsi. 68, okay. Also, eine Attacke können wir machen und dann müssen wir uns heilen. Oh, Item. 120. 70, oh Gott, alter Schwede, ey. Müde, oh gut, er ist müde, das heißt, wir schaffen den jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah, das ist wirklich anstrengend, Leute. Gegen drei auf einmal. Uff, du bist echt was Besonderes. Moritz, vergiss uns nicht, wenn du eine Legende bist. Finn wurde besiegt. Lasse den dritten Kampf beginnen. Goldtamer Donnerspezialist Riley. Hoho, Moritz will Großmeister werden. Du willst berühmt werden, oder? Okay, okay. Mal sehen, was du auf den Kasten hast. Ja, mal sehen. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier wieder... Ich muss jetzt erstmal hier heilen. 140. Ne, 140 brauchen wir dafür nicht. Wir brauchen 99. So. 60, okay. Es ist in Ordnung. Wir heilen dich einfach nochmal, Ziegler. 31, ja, ja, das geht noch. Und beleben Titan mit nochmal wieder. Geben ihn auch was, bitteschön. Hier, bitteschön. Ich überlege gerade. Wir könnten eigentlich den ersten da hinten auch noch wiederbeleben. Ihn hier. Weil Stein müsste eigentlich ganz gut sein. Für ihn. 80 reicht 80. Ne, er braucht auch sowas hier. 90, so. Und dann denke ich, können wir gleich schon kämpfen, oder? Dann hole ich dich auch noch wieder. 58. So, hier, bitteschön. Hihihihi, ja, ja, ich trick's jetzt hier. Ja, ihr habt nämlich insgesamt 12 und ich hab nur 6, das ist nämlich unfair. Ist einfach unfair, ja? Ich geb dir, glaube ich, auch das hier. Nee, weiß nicht. Ja, komm. Komm, komm, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So, dann. Dann heilen wir dich jetzt noch einmal. Ein einziges Mal.
Und dann kämpfen wir jetzt. Hier, Arcana Fluch. Zeig mal her, wie viel. 66, nice. 66 ist echt gut. Hast du gut gemacht, Ziegler. Bin stolz auf dich. Vor allem, dass du hier ganz gut aushältst. Und ihn fast wegmachst. Vielleicht machst du ihn sogar weg. Nee, aber fast. So, dann holen wir dich mal hier raus. Er hat da kaum noch Ausdauer, das ist ganz gut. 66, nice. Oh, das sehe ich doch gerne. Das sehe ich echt gerne. Ja, fehlgeschlagen, Junge. Ja, jetzt bist du müde, ne? Hihihihihi. Perfekt einfach nur. Perfekt. Oh Gott, ich bin aber irritiert. Ist nicht so toll, glaube ich. Was macht denn irritiert? Das ist wie verwirrt oder was? 23, hallo, wieso triffst du denn? Lächerlich. Schallgeschrei. So, bitteschön. Ah, du siehst ja cool aus. Siehst echt cool aus. So, ich bin müde. Aber ich kann eine Attacke, kann ich glaube ich noch ausführen. Super. Oh, du siehst ja auch cool aus. Ja. Du gefällst mir. Hier, 63. Mehr kann ich nicht machen. Weil ich müde bin. Müde, ich bin müde. Aber du warst super. Das ist einfach super. So, Titan. Machst du den Rest? Mit Arcana Fluch. 57. Arcane Magie, wie viel machst du das? 64. Oh, 64 ist besser. Machen wir das. Dann machen wir das gegen Elektro. Ich hoffe außerdem, das ist der letzte Kampf. Sonst muss ich gleich nochmal heilen und das wäre nervig. Das wäre echt nervig. So, okay. So, Darine, du holst dir die Erfahrungspunkte, okay? Ich erlaube es dir. Oh Gott, natürlich. 106. Oh Gott, mach ihn weg. Mach ihn bitte weg und den auch. Oh gut, super daneben. Sehr gut. Gut gemacht. Unglaublich. Mit Tälmern wie dir bräuchten wir war das vermutlich gar nicht. Weiter so, Moritz. Irgendwann kämpfen wir nochmal. So, war's das? Bitte. Wiley ist besiegt. Du hast es geschafft, Moritz. Jetzt können wir nicht so schnell. Die Herausforderung ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich dran, Moritz. Du bist ein Tälmer? Mein Job ist mehr als nur Papierkram. Ich bin der Grund, warum wir so wenig Großmeister in der Gilde haben. Kannst du den vierten Großmeister besiegen? Oh nein, es war so klar, Leute. Es war so klar. Es war einfach so klar. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hoffe so sehr, dass wir es packen, Leute. Ich hoffe es wirklich. Och nee, der hat sogar 6 oder was? Das ist ja auch wieder... Das ist einfach wieder Betrug, ganz ehrlich, ne? Anders kann man es nicht sagen. Aber er macht nicht ganz so viel Schaden. Hier, Superschlag bitte. 54, ne? Geht so, ne? Machen wir hier nochmal 120. 49, das ist echt heftig. Ich bin betäubt. Mann, ey, wieso bin ich da jetzt betäubt? Ich mache jetzt 80 hier. 80 müsste reichen, oder? Okay, er hat gewechselt. Können wir einen Superschlag machen. 58, aua, das hat weh. Das hat weh. Ach Gott, Mann, ey. Superschlag, bitte. Okay, du bist wahrscheinlich jetzt weg. Kreischer. Okay, Kaninui. Du bist einfach meine allerletzte Hoffnung heute wieder. 11 Schaden, das packst du ja locker. Sehr gut.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Die machen ja wohl nicht allzu vielen Schaden. So, Psychobombe, nice. Nice, 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 nice. So, Psychobombe auch. Sehr gut, sind schon mal zwei weg. So, jetzt kommen die restlichen. Was? 300, alter Schwede, ey. Verfehlt, sehr gut. Wir müssen uns gleich mal kurz heilen. Das machen wir jetzt am besten. 140, lohnt das sich? Nee, 90. 90. Verfehlt, sehr gut. Ach, das ist auch ein Psycho-Viech. Naja. 34 macht er. Okay, okay. Ich mach 42. Oh, und noch ein Psycho-Viech. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ein Horget. So, jetzt können wir 140 machen. Er wechselt nochmal. Sie wechselt nochmal. Sorry. Für die Verwechslung. Aber mir war das tatsächlich schon ein bisschen klar, dass es wahrscheinlich 4 sind. Und dass sie es wahrscheinlich ist. Aber ich hätte eigentlich gesagt, sie hätte jetzt noch einen rausgeholt aus dem Gebäude. Oh, das sieht auch cool aus. Tundrox. Weil Tundrox geht direkt wieder weg. Direkt wieder weg. So, dich haben wir, ne? Nice. Ja komm, eine Attacke können wir noch machen. Dann heilen wir uns, glaube ich. Ja, müssen wir auch. Zack, wieder voll. Puh. Das sind ja echt harte Kämpfe. Also wirklich, eine Nuzlocke werde ich hier in dem Spiel nie machen. Ganz ehrlich, das wird man ja nie schaffen. Wird man echt nie schaffen. Dafür sind die Gegner zu hart. So, er macht auch einen 50er Angriff, vor dem habe ich Angst. 38, okay. Und wir sind am Schlafen. Nee, doch nicht mehr. Doch nicht mehr. Oh doch, nee, sind wir nicht. Steht einfach nur links oben, okay. 35, provoziert. Oh Gott, was heißt das denn jetzt? Egal, wir greifen nur an. Wir greifen noch an. Und Psychobombe. Ja, super. Sehr gut gemacht, Kaninui. Absolute Barriere. Wir könnten halt die Inception wieder wegmachen. Ja. Nicht schlecht. Glückwunsch, Moritz. Du bist jetzt offiziell ein Großmeister Gela. Yeah! Bitte spring nicht auf den Stufen, Großmeister. Als Großmeister hast du einige Vorteile. Zum Beispiel ein Luftschiff? Ja, zum Beispiel ein eigenes Luftschiff. Du bekommst außerdem Zugang zu den oberen Etagen vom Turm der Gilde. Ja, das heißt, du kannst Vardos persönlich kennenlernen. Ist das nicht toll? Sehr toll. Oh, natürlich. Außerdem bekommst du das hier. Ah, eine Gold-Nexo-Trap. Einige Dinge werden für dich als Großmeister nun anders sein. Leute auf der ganzen Welt werden deine Autorität anerkennen. Anders als von einem Gold-Tamer-Loser. Wir sind auch noch hier. Ist mir egal, du bist kein Großmeister, verstanden? Wie auch immer. Viel Spaß beim Ausnutzen deines neuen Titels, Moritz. Ja, nice, Leute. Dann hätten wir das tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt, da du ein Großmeister bist, können wir unser eigenes Luftschiff für unseren Plan gegen Vardos verwenden. Allerdings frage ich mich, wo alle sind. Entschuldigung. Oh, der Postbote. Uff, ich habe einen Brief für Moritz. Du sollst dich mit deinen abtrünnigen Freunden am Waisenhaus treffen. Ihr werdet Amelies Fall und die absolute Zerstörung von Vardos dort planen, ja? Hast du gerade unseren Brief gelesen?
denke, das ist es, Moritz. Wir haben alles, um unseren finalen Plan gegen Varus umzusetzen. Dann wird allen klar werden, dass wir Verräter-Gilde sind. Wir werden verfolgt werden. Bist du bereit? Wollen wir uns zum Waisenhaus aufmachen? Vielleicht später. Puh, ich wollte auch noch was unbedingt machen. Ja. Denn wir... Das war's für heute, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal im Waisenhaus wieder. Oh, das war jetzt ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ich bin auch froh, dass ich jetzt erstmal wieder nicht mehr reden muss. Deswegen, ne? Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.